Wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Mir auch? Voll in den Arsch! Voll in den Arsch! Junge und Mädel, wir sind heute wieder hier bei Let's Play Fallout 3, 4, entschuldige bitte, verdammt nochmal. Und nach 133 Stunden hat er es immer noch nicht kapiert. Das ist nicht mehr Fallout 3! Verdammt nochmal, ich will mein Geld zurück. Nein, natürlich nicht. Habe ich schon erwähnt, dass du heute wunderbar riechst. Wow, du riechst heute so wunderbar. Natürlich, das tust du auch eigentlich immer. Das tust du eigentlich immer. Beim letzten Mal haben wir eine schicke Aufgabe bekommen. Und zwar sollten wir, wahrscheinlich kennt diese Aufgabe von euch jetzt jeder, nach Concord gehen und dort ein wenig Action machen. So wie im Udo Lindenberg-Style. Junge, du verstehst. Das Haus sieht übrigens wunderschön aus. Ich habe das seit circa 100 Spielstunden nicht mehr gesehen, weil ich es direkt eingerissen habe. Und das, was ich da hingeklatscht habe, sah furchtbar aus. Das war ein riesiger Metallkasten. Wer will schon in einem riesigen Metallkasten wohnen? Also, vielleicht manche. Ich habe eine gute Idee. Bevor wir nämlich losgehen nach Concord, werde ich hier ein paar Waffen tatsächlich hier lassen. Denn dann können wir ein bisschen mehr dort drüben mitnehmen. Denn ich bin mir ganz sicher, dort wird mal wieder so viel passieren, dass wir gar nicht genug tragen können. Also so wie immer eigentlich, ne? So, dann tun wir die gerade mal hier in die Werkbank rein, denn da sollten die eigentlich nicht verschwinden. Haben wir dafür andere Munition? Ja. Aber wir finden, hundertprozentig finden wir noch eine improvisierte Pistole. Also, das sollte es nicht sein. Schlagstock brauche ich sowieso nicht. Garantiert. Vielleicht den Volt. Den Volt-Anzug vielleicht aus Sicherheitsgründen nicht da rein. Stell dir mal vor, das verschwindet jetzt wirklich. Den packen wir dann gerade einfach mal. Volt-Anzug und den hier auch rein. Und den E-Ring natürlich auch, ne? Denn wir wollen den ja nicht verlieren. Wenn den jetzt jemand klaut, wäre das ziemlich scheiße. Also für den E-Ring, ne? Nicht für mich, doch für, vielleicht für mich auch, wenn die Frau wieder wach wird und dann sieht die das. Vielleicht können wir noch ein bisschen was an unserer Waffe machen. Das wäre natürlich schön, denn wir haben auch für alle, die es noch nicht gesehen haben, das heißt niemand, denn jeder hat das garantiert bis jetzt schon gesehen, es gibt ein Waffenmodifikationssystem und das ist wunderbar. Und wow, durch den leichten Verschluss wiegt die Waffe echt verdammt wenig. 1,9, das ist schon halt echt wenig. Aber ich glaube, ich nehme schwer, weil wir dadurch einen zusätzlichen Schaden. Na gut, vielleicht spare ich mir das auch auf, ich bin mir selber nicht ganz sicher. Was ist das? Verbesserte Präzision aus der Hüfte, unterlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Okay, müsste aber immer noch ausreichen eigentlich, das was wir da haben, das gefällt mir eigentlich. Verbesserte Rückschussdämpfung und Präzision aus der Hüfte. Ja, das machen wir mal drauf, denke ich. Ich gucke gerade nochmal, ob wir was Besseres haben. Hier können wir noch nichts machen an dem Magazin. Visier mag ich das ganz gerne so und hier kommt mir gut. Dann mache ich mir den Griff hier drauf. So, und dann haben wir wenigstens ein bisschen was davon. Oh, wunderschön! Super, sieht aus wie von der Makarov geklaut. Ich kann das Ding nicht drehen. So, wie von einer Makarov Geckel. Okay, alles klar, wie von einer Makarov Geckel. So heißt das Ding jetzt. Unsere wunderschöne Waffe natürlich, ganz klar. Das ist die wie von einer Makarov Geckel. Geckel, genau. So. Ich halte dir schon die Schnauze, verdammt nochmal. Das kann doch hier alles nicht wahr sein. Übrigens, sieht es nicht wunderschön aus. Wir laufen endlich auf maximalen Settings, bis auf das, was in der Distanz abgeht. Das habe ich immer noch runtergeschraubt, weil Fallout hat sehr große Probleme an bestimmten Ebenen, so wie das hier gerade zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das durch die Aufnahme kommt. Wahrscheinlich. Ich muss mein ganzes Setup nochmal ein bisschen überdenken. Aber ich habe jetzt meine jetzige Grafikkarte zweimal drin, deswegen laufen wir jetzt natürlich auf maximalen Settings auf 1440p. Da liegt nämlich immer das Problem. Die meisten YouTuber spielen nämlich extra auf 720p, das heißt einfach nur auf HD und das ist jetzt, glaube ich, Ultra HD, worauf ich spiele. Und da kommen die heutigen Karten natürlich nicht mit klar, außer man hat mal eben 1000 Euro per Durchfall Post auf dem Klo verloren und könnte sich davon eine Titan kaufen. Ich bin auch am überlegen, ob ich mir eine kaufe. Ein Hund. Hall. Na du, ich soll dich begrüßen. Hallo. Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Darf ich dich streicheln vielleicht? Dir geht es gut. Und los geht's, natürlich. Geht es dir... Ich speichere erstmal, weil ich weiß nicht, wie doof er das jetzt wieder formulieren wird. Geht es dir gut? Oder in dem Fall die Aussage, dir geht es gut. Habe ich erkannt. Du scheinst echt okay zu sein. Ach so, okay. Okay, lass uns zusammenbleiben. Ja, natürlich. Und du hast da auch nichts gegen zu sagen. Nein, du kommst einfach mit. Da, sehr gut, da, der gute alte deutsche Schäferhund. Der wartet in Amerika einfach nur darauf, dass ich hier bin und so und rennt dann hier alles um und der Hund hat was gefunden. Oh, ja, gut gemacht.
nehme ich beim nächsten Mal sofort mit, denn wir werden hier sowieso, wie man das hier gerade sieht, können wir hier sowieso wieder eine Dings bauen. Deswegen machen wir mal hier schön alle Türen zu. Wunderbar. Dann können wir auch bald episch mit unserer Powerrüstung hier so, mein Gott, ist das Ding schwer. Und dann machen wir das Ding auf und dann ballern wir alles zu Kleinholz. Genau so funktioniert das hier im echten Leben. Natürlich, natürlich. Und hier werden wir garantiert irgendwann bauen, da bin ich mir sicher, so wie ich mich kenne. Hier gibt es ein paar Stimpacks. Hundi, kommst du mit? Wir müssen nach Concord, das liegt direkt hier unten. Direkt hier unten. Bei mir sieht das übrigens ein bisschen anders aus. Ich habe hier so eine... Oha! Oh, oh, guck mal, da eine Nase. Die haben wir ein bisschen gefixt, ne? Oh, da vorne sind genau diese Viecher. Da war irgendwie was. Ich habe nämlich einen kompletten Schrottzaun um meine Basis rumgezogen. Hör mal, warum stirbt das nicht? Stirb, bevor du zu nahe kommst. Sonst habe ich keine Chance, dich zu treffen. Jetzt hätte ich vielleicht doch ein bisschen mehr Munition mitnehmen sollen. Warum ist die Maus so komisch, wenn man aufnimmt? Immer wieder! Kann man nicht einfach mal aufnehmen, ohne wenn man dass man irgendwas einbüßen muss. Ich laufe endlich mal auf der Framerate, auf der ich laufen will, mit Ultra HD. Ist ja auch so wichtig. Ich höre hier noch mehr Geräusche als nur das da oben. Gut, dann bleibst du halt da. Hundi kommt wohl nicht mit. Hundi? Hundi? Weißt du, ich könnte dich gebrauchen. Lass mich jetzt schon im Stich hier. Die Sprunganimationen sind übrigens... Es geht. Aber das Landen sah komisch aus. Hundi, wo bist du denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Ich soll dich, glaube ich, nicht immer Hundi nennen, oder? Ist Hundi ein toller Name oder ist Hundi ein doofer Name? Ich höre ihn jaulen. Ah, da bist du! Magst du jetzt vielleicht mitkommen? Ja, ich weiß, dass hier ganz viel... Ja, hier ist ganz viel Zeug drin. Das ist voll süß von dir, dass du es gefunden hast. Ja, das Sofa, ja. Aber wir kommen hier gleich wieder hin. Das ist unser Lager. Ja, das ist... Ja. Ja, das ist unser Lager. Das heißt, wir kommen hier nochmal wieder hin. Kommst du jetzt mit? Hey. Hey. Genau, hey. Los jetzt. Ich sagte hey. Genau, das heißt, du sollst mitkommen. Das ist das neue Kommando. Immer wenn ich hey sage, dann kommt er mit. Sehr gut. Und that ass natürlich. Ich guck gerade mal, sind wir auch schon auf Überleben. Ja, wunderbar. Liebe ich doch. Werde ich gleich richtig zu Brei vaporisiert oder verwandelt. Oder ich schieße einfach daneben. Und werde von diesem scheiß Ding ausgesaugt. Oder auch nicht. Junge, das Ding hat schon Blut gesoffen. Das ist ein bisschen fett. Wo schieße ich ihm denn hin? Voll auf den Busen. Er hat sogar getroffen. Das gibt es ja gar nicht. Toll, Huni. Das war bestimmt nur du. Gucken, ob ich genug Munition habe. Ob ich das überlebe. Und alles. Und ob, wenn hier gleich Surprise Buttsex Todeskrallen kommen. Oder Surprise Todeskrallen des Buttsex. Eigentlich... Buttsex, Todeskrallen des Todes. Ich pass. In den Worten, in dem Namen ist schon tot drinne. Warum muss man nochmal extra tot sagen? Ich verstehe es nicht. Okay, die schießen da schon. Dann können wir uns mal ganz langsam anpirschen. Ein Schalldämpfer wäre gut. Können wir mal hier so ein bisschen. Das ist ein Raider, oder? Ja, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie jemanden. Stehen bleiben! Ja, nein, bleib da einfach stehen! Sehr gut! Wenn ich sehr gut sage und Danke sage, dann heißt das, du sollst bitte so bleiben. Hundi, nicht angreifen. Wir schleichen außen rum. Natürlich schleichen wir außen rum. Die sind da voll am Ballern alles. Ein Schalldämpfer wäre jetzt halt echt gut, ne? Aber nein, nein, ich mache hier einen auf Splinter Cell, während ich voll krass entdeckt werde. Das ist alles gut. Oh, ein paar Caps. Ja, wunderbar. Oh, da vorne ist noch jemand. Sag mal, kriege ich denn keinen Schleichschaden? Ich müsste doch eigentlich... Alter! Was ist los hier? Ah! 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 Weißt du, interessiert das nicht? In mehreren Punkten. Denn erstmal interessiert ihn das nicht, dass er die ganze Zeit Kugeln in den Rücken kriegt. Nö, das ist völlig egal und so. Ne, das lasse ich, glaube ich, gerade mal... Lass ich den mal. Ich muss ihm ja nicht alles ausziehen hier. Warum habt ihr alle nur Billardköse dabei? Danke, das nehme ich. Denke ich zumindest. Warum greift ihr mit Billardköse da oben so einen Scharfschützen an? Ich wäre übrigens höchstwahrscheinlich ein wenig aufgeregter wegen dem da oben. Aber natürlich, der ist ganz freundlich und so. Und der hat ja auch ganz klar gesehen, dass wir die abgeballert haben. Auch wenn ich hier rumschleiche wie so ein Volldepp und alles. Gibt's hier irgendwie noch mehr, die nicht nur mit Billardköß da probiert haben, den Typen da oben anzugreifen? Haben die so lange hochgeworfen? Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler.
Die Raider sind schon fast durch die Tür. Okay. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns. Ja, bitte. Ich sehe, wie die Raider fast durch die Tür sind. Also, es ist beeindruckend, wie gut die Raider hier tatsächlich sind. Ne? Also, Zeitreisen für Anfänger. Toll. Guck mal, ihr hattet auch sogar tatsächlich Waffen dabei. Warum seid ihr dann hier vorne? Der Typ ist jetzt abgehauen, okay. Achso, optional. Nimm die Lasermuskete. Nee, die will ich nicht. Nee, guck mir jetzt nicht so. Ich will das nicht, du kleines Stinktier. Na gut, dann nehme ich es halt. Oh, Milizhut. Komm, den setzen wir auf. Dann machen wir da drin richtig fett Bambule. Kannst du mal drauf wetten. Milizhut, ja. Bringt mir nicht viel. Doch, es bringt mir Charisma. Super. So, rechtes Bein, Harnisch, alles anziehen hier natürlich. Wunderbar. Guck mal, wie wir aussehen. Wie ein Lappen. Wunderbar. Der Cowboy kommt jetzt rein. Macht euch bereit. Gab's hier noch irgendwie was? Das wird 50% des Fallout-Displays sein. Also ich werde hier nur nach irgendwelchen Sachen gucken. Okay, das Ding hatte ich schon. Schmeißen wir das hier mal weg. Die beiden Sachen brauchen wir dann nicht. Bringen sowieso nicht so viel. Erkunden tun wir natürlich später. Jetzt helfen wir erstmal den kleinen Typis da oben. Alter, ich rede ja nicht gerne über Technik, während ich am Zocken bin. Also am Let's Playen bin, sagen wir so. Aber 60 Frames beim Aufnehmen in Ultra HD. Also da kann man doch auch mal... da kann man auch mal klatschen, ne? Da kann man auch mal klatschen. Ja, da ist wieder die geklaute Makarov, ne? Die Makarov-Gickel. Hätte ich lieber Makaro nennen sollen. Aber das macht es nicht wirklich kürzer, wenn ich die Makaro nennen würde. Das hat ja alles keinen Sinn, Nico. Sei einfach ruhig. So, welche Raider sind jetzt bitte fast durch die Tür? Die Raider, die hier... Oh mein Gott! Ihr seid fast durch die Tür. Ich gehe mal kurz in Deckung. Hi. Wie geht's euch so? Ich hoffe, euch geht's gut und alles. Hier schenke ich dir, bitteschön. Ich hoffe, das macht dich noch heißer, als du bist, Milady. Wortwörtlich. Oh, Junge, hab ich gerade. Oh! Oh, ja, man kann Sachen wegschießen. Das ist toll. Finde ich gut. Was? Ihr seid aber ein bisschen böse hier, ne? Selber zurück mit England oder zurück nach Amerika mit euch. Weg. Hier gibt's keine Freiheit. Nur meine Freiheit. Ja, alles klar. Keine Besteuerung ohne Vertretung. Ja, genau darum geht's. Es geht nur um die Vertretung. Kannst du nicht machen. Du kannst doch nicht einfach irgendwas besteuern und dann keine Vertretung haben. Nein. Hier kriegst du... Okay. Alles klar. Ich habe übrigens extra daneben geschlagen, denn sonst hätte ich dem Hund eine verpasst und... Nein. Nein, den Hund wollte ich keine verpassen. Der hat eine schöne Gasmaske. Die hat eine schöne Gasmaske auf. Rechter Arm haben wir natürlich... Achso, aber das ist eine Lederrüstung. Die nehme ich doch eher. Ich will ja nicht aussehen wie ein Raider hier. Also voll die Actionmusik. Ich checke erst mal mein Inventar. Das ist halt Fallout, ja. Jetzt sehen wir vielleicht ein bisschen cooler aus. Yeah! Sieht aus wie ein Sheriff. Ah! Und du knurr mich nicht so an. Verdammt nochmal. Hier gab es, glaube ich, ein Impro-Gewehr. Okay. Das ist ja sehr Impro. Kann ich hier einfach runter? Okay, aber ich muss hier, glaube ich, noch gar nicht runter. Deswegen gehen wir erstmal weiter nach oben, würde ich sagen. Du taperst vor... Oh, okay, oder jumps voll weg. Ist auch alles gut. Oh, ich würde dir so gerne so viel mitnehmen. Machen wir später. Wir rennen hier später durch, sobald wir uns um unsere Basen kümmern. Und dann looten wir das hier alles nochmal. Denn hier ist so viel Schrott bestimmt drin. Das ist fast nicht mehr feierlich. Sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so ein Weichei. Wir halten für die anderen die Stellung. Oh, Moment. Hund. Psst. Hund, hier. Weg da. Ich höre schon wieder amerikanische Musik. Putz. Das hat... Doch, es hat was gebracht. Es ist tatsächlich explodiert. Oh mein Gott, Nico. Nico, du bist ja... Genial. Da. Öffne doch selber das Feuer. Putz. Mein Gott, bin ich gut. Jetzt sehe ich ihn noch nicht. Hund. Feuer ist böse. Feuer ist bäh. Da läuft er nicht durch. Jetzt schon wieder ein B-Jadkö. Was ist es mit den... Raidern und ihrem Billardkös, ne? Linkes Bein? Ja, linkes Bein brauche ich noch. Ich kann es nicht glauben, dass ich hier so die ganzen Schrottrüstungen mitnehme, um mich hier so ein bisschen so zusammenzustellen, ne? Mal gucken, ob man das sehen kann. Hier so, wow, wunderschön. Voll der Sheriff. Die Musik. Es wird da viel zu laut. Und wenn ich nicht drüber singe, kriege ich Copyright-Probleme oder die Copyright-Faust. Gut, dann halt nicht. Die Musik hat angehalten. Jetzt bin ich aus dem Takt. Nein, jetzt habe ich keine... Nein, nein. Schnauze jetzt, Musik! Nein! Nix! Indianer und Chinesen und die essen Hirokesen. Bitte, Junge, jetzt... Ich gebe einzeln von euch die Haut ab. Komm schon. Die
Das ist aber nett von dir. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Mir auch? Voll in den Arsch! Voll in den Arsch! Du könntest dich verstecken! Ich hab mich auch gar nicht versteckt. Heil. Versteckst dich vor mir? Boots. Nix da! Junge, du musst es auch nicht gleich übertreiben. Ja? Der wäre jetzt auch so weg gewesen. Rechtes Bein, direkt mal wieder checken. Rechtes Bein hatten wir schon. Okay, alles klar. Aber dein Messerchen nehme ich hier mal mit, ne? Damit machst du sonst nur Ärger. Warte, steht das Plus dafür, dass wir die Ausrüstung noch nicht haben? Das wäre natürlich zeitsparend. Ich nehme hier schon mal ein bisschen was mit, ne? Dann muss ich hier nicht nochmal rein. Sind hier noch mehr Gegner? Komm her! Ja, warte doch mal! Mein Gott! Brüllt hier rum! Oh, was ist denn mit dir passiert? Alter! Also nein! Was ist denn da los? Junge, was ist mit dir passiert? Du siehst nicht gesund aus. Vielleicht, wenn ich dich hier runterschmeiße und du auf den Kopf landest, vielleicht geht's dir dann besser. Nein? Okay. Schade aber auch. Mit Leuchtvisier und, okay, Vakuumröhre, immer her damit, ja. Ja, ich sag nicht nein, natürlich nicht. So, dann gehe ich mal da mit dir rein. Das reimt sich alles. Oh, Nico, bist du heute Gott. So, die beiden Sachen nehme ich mit. Waffen nehme ich immer mit. Raider-Rüstung vielleicht nicht. Gasmaske mit Brille. Nö, ich brauche keine Gasmaske. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Na, immer doch. Von den Minutemen des Commonwealth. Darf ich bitte gerade mal die Waffe wegtun? Die brummt mir hier ins Ohr. Da tut der Atmosphäre nicht gerade gut. Darf ich? Danke. So, oh, Zeitung. Ja, also. Oh, toll, es ist ein Heldenspiel. Super, ja, das ist genau das, worauf ich gehofft habe. Leicht. Hör auf zu reden. Warte, was hat er jetzt gerade eben gesagt? Ich hab's vergessen. Ich helfe gern. Wenn das stimmt, könnten wir noch Gott etwas Hilfe verdammt. Gebrauchen. Wie du siehst, haben wir ja ein paar Probleme. Ja, wie der Typ, der gerade Gottverdammt gesagt hat. Die Welt hat sich verändert. Wer sind diese Leute? Ich habe meine eigenen Probleme. Oder erzähl weiter. Der Synchronsprecher klingt übrigens zum Teil echt... Wie soll ich es ausdrücken? Goofy? Oder wie so ein... Manchmal wie so ein... Du hilfst uns, wir helfen dir. Cool, danke. Manchmal wie so ein Weichei, was die ganze Zeit coole Sprüche rauskloppen will. Also irgendwie so ganz komisch. Nee, das war es nicht, wie ich es ausdrücken wollte. Aber schon so ungefähr. Ihr werdet es irgendwann hören. Die Welt hat sich verändert. Die Welt hat sich sehr verändert. Das ergibt alles keinen Sinn. Doch, irgendwie schon. Alles in Ordnung? Also, wir brauchen deine Hilfe. Und dann können wir vielleicht dir helfen. Was hat dich hierher geführt? Also nicht die Frau im Hintergrund. Die sieht nämlich ein bisschen gruselig aus. Mein Sohn, nur nicht antworten. Komm, machen wir einen auf cool. Nein, mein Sohn, natürlich. Mein Sohn, meiner ganz allein. Mein Sohn Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Was für eine Scheiße. Tut mir leid. Ich weiß, wie diese Welt sein kann. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Vor einem Monat wart ihr 20? Also, na gut, das sind... ein paar Leute weniger, ne? Aber warum nur 20? Ja, ist das ein ganz kleiner Mini-Easter-Egg-Hinweis darauf, dass das Siedler-Limit auf 20 liegt? Nein, Nico, was denkst du von uns? Nein. Du hast keine Kopfverletzung, oder? Junge, nein. Doch. Hast du die Narbe nicht gesehen? Dorfkopf. Pech gehabt. Ghule? Was sind denn Ghule? Ja gut, er weiß es noch nicht. Dann tun wir mal so überrascht. Was sind denn Ghule? Ghule? Was sind Ghule? Gottverdammt. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Cool. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, nein, das ist wir dachten, nicht. Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind dagegen. Junge, der Typ hat echt einen langen Atem. Wir haben eine Idee. Ja, alles klar. Er hat gesagt, die Ghule sind heftig. Oh, das ist cool. Weißt, ich kann den umarmen. Ich mag heftige Leute. Wird das reichen? Das ist super. Okay, das ist schön, dass er eine Idee hat. Die taugt hoffentlich was. Hoffentlich eine gute. Sturges. Gute Antwort. Sagst du, im Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Yeah, mega cool. Aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär.
wenn ich so die Lippensynchro sehe, überlege ich echt, ob ich auf die englische Version umsteige. Und der guckt immer wie so ein Goof. Ich bin voll doof. Nein, eigentlich natürlich nicht. Powerrüstung? Junge, jetzt benutz mal... Du weißt ja, was eine Powerrüstung ist. Du bist vor der Atomexplosion an einer vorbeigelaufen, ja? Also jetzt tu mal nichts. Hallo. Hi. Geht es dir gut? Mir geht es gut, danke. Gefällt mir. Ja, dachte ich mir doch. Schutz mit einem kleinen Extra. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Cool. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Du meinst die Raider, die alle tot sind? Okay, machen wir das. Minigun? Junge! Und was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Der zweite Haken ist, dass mein Charakter keine Ahnung hat. Werden. Aber wir stecken fest. Ja, okay. That's what she said. Wir stecken fest. Aha! Ich helfe. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wir kommen nicht in das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ja, da du ja auch direkt weißt, dass ich weiß, wie man ein Schloss... Ich meine, ich weiß, wie man ein Schloss öffnet, aber dass du das weißt. Ich freue mich übrigens darauf, wenn wir nicht mehr so viel Dialog haben. Denn ich bin die Art von Typ, wenn er Let's Playt, dann quasselt er ununterbrochen. Und wenn du dann die ganze Zeit solche Leute hast, die sagen, oh, die Gude sind voll heftig. Und dann darf ich sagen... Oh, ist da jemand? Willst du mich eigentlich verarschen, Alter? Dann kann ich sagen, Gude? Was denn Gude? Oh, Gude sind voll die Heftigen. Ja, nee, das hatten wir dann schon. Und eine Powerrüstung. Was ist eine Powerrüstung? Und mit der kannst du eine Minigun tragen. Minigun? Sag mal, hast du einen Hirnschaden? Hirnschaden? Oh ja. Hallo? Was? Ja, hi. Geht's dir gut? Ja, mir auch, danke. Erneut. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Ja, ich hoffe, Fortuna ist uns hold. Und wir sind jetzt endlich mal fertig mit der Laberei. Dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Ja. Viel Glück. Ja, ihr habt euch mit den Falschen angelegt. Pow! Sie können doch nicht hier drin bleiben. Das ist lächerlich. Jemand muss was unternehmen. Müsst ihr alle ineinander... Muss ich hier auch so irgendwie hier so vor dich laufen? So, hi, hi. Wir können doch nicht hier... Nein, 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 nein. Wir können doch nicht hier drin bleiben. Oh, mein Sohn, deine Zukunft. Ah, nein, 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 nein. Oh, wir können doch nicht hier drin bleiben. Ihr seid alle bekloppt. Seid ruhig. Okay, alles klar. Also jeder hat so seine Macke. Der sagt nein, wie ein Weltmeister. Die nörgelt rum. Mehr von euch, oder? Von euch? Von mir und meinem Hund, also Hundemenschen. Ich glaube ja nicht. Und die... Guck mal, wie die da schon sitzt. Die sitzt da wie so ein Predator auf Crack. Und du kannst auch dich auch mal hinsetzen, Mensch. Entschuldigung, ich hab dir auf die Füße gekotzt. Warum schreist du so rum? Ausgezeichnet. Warum schreie ich so rum? Das ist auch eine gute Frage. Boah, Alter. Gehörst du zum Rettungsteam? Ja, ich gehöre zum... Nicht das, was Darkmeat in diesem Viertel normalerweise findet. Aber umso besser. Du heißt also Darkmeat. Gut, hätte ich mir fast denken können. Alles klar. Darf ich... Ach, jetzt heißt er Darkmeat. Also, Sturges ist zwar groß, aber kein guter Kämpfer. Das musst du alles, ja, wunderbar, wunderbar. Ich gehe gerade mal aus dem Irrenhaus hier raus, um euch dann zu sagen, meine Lie- Junge, muss ich da jetzt wieder reinkommen? Nein? Dann ist ja gut. Ich wollte sagen, schon vor 8 Minuten Quasselei, das... Gott sei Dank, du bist das nur. Ich dachte, die folgen mich jetzt, um mich voll zu labern. Dass wir uns in der nächsten Folge sehen, denn ich wollte wieder 15-Minuten-Parts machen. Das ist, glaube ich, eine relativ gute Zeit. Und wir sehen uns wahrscheinlich morgen zum nächsten Fallout Let's Play. Übrigens entschuldige ich mich dafür, dass es dieses Mal keinen Freitagabend mit dem Grafen gab. Ich war am Freitag bei meinem Studium und da ist es immer sehr schlecht, daran zu arbeiten tatsächlich. Und die Aufnahme habe ich vorher auch nicht hingekriegt. Und, ja, kommt noch, ja. Kommt noch. Natürlich. Nein, nein, nein. Hör auf, die Lampe zu poppen. Das kannst du nicht tun. Wenigstens den da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und bleibt geschmeidig. Bis dann. Ciao.
Tommy, du kannst doch nicht alles rammeln.